Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem, ja, Community-Update-Video. Ich habe es euch ja versprochen und es geht natürlich heute vor allem um das Thema Discord, denn es ist endlich fertig. Und wer die Kurzversion will, auf dem YouTube-Channel, ich verlinke es euch auch unten in den Kommentaren angepinnt, ist der Link zum Discord, hier ist er, oder eben angepinnt. Einfach draufklicken, wer sich schon auskennt, wird sich zurechtfinden, gar kein Problem. Das war sozusagen jetzt die Kurzversion. Jetzt kommen wir zur langen Version, denn ich möchte euch auch gerne zeigen, ja, wo sich Discord eigentlich für euch und für alle letztendlich einordnet, wozu wir das überhaupt brauchen, was das alles kann, was es für Funktionen hat, wozu ihr es also nutzen könnt. Und auch so ein bisschen dann gegen Ende nochmal zeigen, wie Discord grundsätzlich funktioniert für die, die das noch nie genutzt haben. Ich sage direkt vorab zwei Dinge. Erstens, ich selber bin, auch was Discord angeht, nicht besonders fresh, weil ich eigentlich Teamspeak-Nutzer bin. Und ich habe mich auch lange dagegen so ein bisschen mit Händen und Füßen gewehrt. Aber man muss ganz klar sagen, dass ja, das Teamspeak, naja, ihr wisst es, ich habe es immer wieder gesagt, ich habe immer auf die neue Version von Teamspeak gewartet, die auch vieles Cooles hätte können sollen, aber ja, die werden einfach nicht fertig. Ne? Und ich habe auch keine Lust, es noch länger zu warten. Ihr schreibt mir immer, ihr wollt Discord, Discord, Discord. Ich kann es auch nachvollziehen. Es hat ziemlich viele coole Funktionen, zu denen kommen wir gleich. Ja, ich bin ja zum Glück ein kreativer Mensch und insofern darf ich auch mal meine Meinung ändern. Und deswegen haben wir uns jetzt ein Discord zugelegt für den Channel, für die Community, für euch. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Mods, die mir dabei geholfen haben, die den, ja, man muss wirklich sagen, den größten Teil der Arbeit gemacht haben. Das war auch dringend erforderlich, weil, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht so besonders gut aus. Also vielen Dank für die Hilfe und auch Dankeschön an der Stelle an alle die, die die Hilfe noch angeboten hatten. Es können nicht 1000 Leute an einem Discord schrauben, logischerweise. Deswegen habe ich jetzt versucht, dass es die Mods größtenteils machen, die eh schon moderieren auf Twitch-Chat zum Beispiel oder so, und dann auch das Ganze im Discord machen. Namentlich werdet ihr gleich noch sehen, wer das ist. Also vielen, vielen Dank nochmal. Sehr, 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 sehr lieb. Ja, auch, ich denke auch im Namen von allen Zuschauern hier ein dickes Dankeschön. So, ja, Discord. Wo ordnet sich Discord ein? Wozu braucht man Discord überhaupt? Nun ist es so, wir haben ja keine, es gibt ja keine Website in dem Sinne, sondern was wir haben, oder ich habe euch das mal hier vorbereitet, muss ich mal umschalten, was wir haben, sind ja verschiedene Ebenen. Wir haben hier einmal ja, die YouTube-Ebene sozusagen für Videos, wir haben den Community-Tab, ja, wo man den irgendwelche Abstimmungen machen können oder irgendwelche anderen Community ja, Planungen und so weiter machen können. Und wir haben natürlich die Stream-Aufzeichnung, was zwar auch Videos sind, aber hat man nochmal hier mit drin. Wir haben bei YouTube die Kommentarfunktion, aber eben unter jedem einzelnen Video, wo man sich es auch nicht wirklich gut unterhalten kann. Ne? Immer nur so themenbezogen. Was auch funktioniert, was auch völlig in Ordnung ist. So. Und dann haben wir Twitch mit den Livestreams. Dort gibt es einen Live-Chat, da kann man sich auch mal so ein bisschen unterhalten, mal ein paar Fragen direkt klären und so weiter. Aber es ist natürlich nur während der Livestreams möglich und es ist auch immer ein bisschen schwierig, weil nicht jedes Gespräch passt immer in jeden Livestream, logischerweise. So, was ein bisschen weitläufiger ist, ist die Gilde von Star Citizen. Aber dort können nur Leute mitmachen, die einen Account haben und die auch in der Gilde sein möchten. Nicht jeder will ja zwingend in der Gilde sein. Hier haben wir aber zumindest die Möglichkeit, mit einem Forum und mit den Live-Chats und so weiter, einem kleinen Kalender, Events zu planen, was ja auch gemacht wird und so weiter. Aber es ist halt so ein bisschen abgekapselt. So, Patreon haben wir auch noch. Das ist aber eine reine Supporter-Seite sozusagen. Dort gibt es zwar auch Forum und Live-Chat, wird aber jetzt nicht wirklich groß genutzt. Es kommt auch darauf an, wie viel dort sind und da ist auch nicht jeder. Es ist halt so ein bisschen exklusiverer Kreis. Das heißt, hier ist also zwischen diesen ganzen Plattformen gibt es keine richtige Verbindung bisher, bis auf das Teamspeak. Und das hat eben diesen, ja, diese Voice-Channel und eine Art, ja, Mini-Chat. Aber wirklich gut integriert ist es halt dann auch nicht, muss man ganz klar sagen. Also gewissermaßen, die Community-Verbindung war bisher vor allem das Teamspeak in einem gewissen Rahmen. Und das Discord ordnet sich wie folgt ein, nämlich genau in der Mitte, zwischen all diesen Dingen. Ich will auch nochmal dazu sagen, es wird nichts wegfallen. Ja, das heißt, das Teamspeak bleibt weiterhin erhalten. Also wer Discord ablehnt oder sagt, ich brauche das nicht, kann weiterhin Teamspeak nutzen. Das bleibt offen. Liegt auch daran, dass es auch andere Leute nutzen, die es mit Star Citizen gar nichts zu tun haben. Ehemalige Gildenkollegen und so weiter. Also da wird sich auch nichts ändern am Teamspeak per se. Aber das Neue ist eben, dass wir jetzt das Discord haben. Ich werde es euch gleich noch zeigen. Und
das wird letztendlich hier alles miteinander verbinden. Also sowohl die Gilde oder Orga, dann auch Patreon, YouTube wird es mit verbinden, Twitch wird es mit verbinden, ja, und in gewisser Weise auch das Teamspeak, denn wir haben im Discord tatsächlich alles. Wir haben einen Live-Chat, wir haben die Voice-Channel, wir haben verschiedene Info- und News-Bereiche, wir haben Video- und Stream-Neuigkeiten, ich habe alles aufgeschrieben, RSI-Website und Patch-Note-Geschichten, wir haben die Orga mit integriert ins Discord, komme ich gleich nochmal zu, und wir haben auch gewissermaßen so, ja, eine Art Forum und Community, also man kann sich dort quasi treffen, kann sich unterhalten, sich über Sachen austauschen, Dinge fragen und. Also das ist sozusagen die Community-Plattform jetzt ab sofort sozusagen. Ist ab sofort freigegeben, kostenlos übrigens natürlich für jeden, der es gerne nutzen möchte. Wir haben auch eine höhere Audioqualität jetzt im Discord als im Teamspeak. Die wird auch noch weiter steigen wahrscheinlich mit der Zeit. Man kann die Server da boosten, dann gibt es noch mehr Audioqualität. Aber aktuell ist die Bitrate, für die es interessiert, im Discord etwa doppelt so hoch wie im Teamspeak. Ne? Also hier ist es schon ausgemaxt, hier geht nicht mehr. Discord hat jetzt aktuell das Doppelte. Sollte also auch vernünftig klingen und gut funktionieren, wer es nutzen möchte. Wie gesagt, völlig freiwillig, völlig kostenlos. Kommt rein, guckt euch mal an. Und Feedback wie immer gerne. Gerne an mich oder an die Mods dann. Genau. So, jetzt will ich euch das Ganze einmal zeigen. Also, was passiert? Wenn ihr beispielsweise hier auf diesen Link klickt in meinem Channel oder hier in den Kommentaren angepinnt, und ich habe es auch hier im Twitch mit verlinkt, hier bei den Social Links ist es mit dabei, Discord Community Server, auch im Stream Chat wird der Bot es immer mal mit erwähnen und so weiter. Das heißt, einfach auf den Link draufklicken und dann kommt ihr auf folgende Seite. So, das ist jetzt der Part, der vor allem interessant ist für die, die sich zum einen mit Discord noch gar nicht auskennen, zum anderen aber auch für die interessant, die mal wissen wollen, wie bei uns oder bei mir das Discord jetzt grundsätzlich funktioniert, also wie es aufgebaut ist und was man dort machen kann. Also, ihr kommt auf diese Seite, das ist quasi ein Einladungslink, ihr werdet also quasi eingeladen in das Discord, daran teilzunehmen. Dann gebt ihr euch irgendeinen Namen, ich nenne mich jetzt mal hier, was weiß ich, Testknebel so zum Beispiel. Akzeptiere hier irgendwelche Bedingungen und dann drücke ich hier auf Weiter. Ihr könnt auch, wenn ihr einen Account habt, euch natürlich damit anmelden. So, aber ihr braucht erstmal keinen Account. Also ihr kriegt jetzt hier sozusagen eine Art, ja, temporären Account. Das können wir mal wegmachen hier, glaube ich, oder? Müssen wir das? Ich glaube, hier muss man, also ich gebe jetzt hier mal irgendeinen Quatsch ein, das ist jetzt völlig egal. So. So, und das könnt ihr jetzt ausfüllen. Also ihr könnt jetzt richtig ausfüllen, E-Mail und Passwort, habt einen richtigen Account. Würde ich euch auch empfehlen, das ist langfristig das Wichtigste. Aber wenn ihr jetzt nur mal reingucken wollt fürs Erste, könnt ihr das wegklicken und dann seht ihr das Discord erstmal so, wie es aussieht. Habt ihr unten, dass ihr diesen Account beanspruchen wollt und so weiter. So, die Eingangshalle ist der Standard-Channel, wo ihr erstmal landet. Dort könnt ihr nichts machen außer lesen. Also ihr könnt ja nichts schreiben und so weiter. Ne? Ich würde euch auch bitte darum, also ich würde euch darum bitten, dass ihr hier einmal das lest, was ich hier reingeschrieben habe. So ein paar Regeln hier fürs Discord, die hier gelten. Und dann gibt es hier die Hinweise zu den einzelnen Channels, zu den wichtigsten Channels auf dem Discord. Das kann sich alles nochmal ändern mit der Zeit, je nachdem, wann ihr das Video hier seht. Wir werden das Discord natürlich noch weiter ausbauen, kommt noch was hinzu und so, wird sich was verändern mit der Zeit. Aber erstmal, das ist so der Standard. Und der neue Standard, wenn dann ein anderer ist, würde dann hier wieder stehen. So. Statt der Tasse Ingwertee und dann ab zu Wellies Bar. Und das ist genau auch der Punkt. Wir haben hier erstmal einen großen allgemeinen Chat-Channel mit Live-Chat. Und das ist Wellies Bar. Und da klicke ich jetzt mal hier, könnt ihr hier direkt draufklicken oder halt hier links. Denn ihr habt im Discord die Struktur, dass ihr hier ganz links seht ihr die Channels, wo ihr seid. Dann habt ihr hier, so wie im Teamspeak auch, die einzelnen, ja, Chat- bzw. Voice-Channels. Ne? Chat-Channels sind die Raute-Dinger, Voice sind die Lautsprecher-Symbol-Dinger. Dann habt ihr ganz rechts alle aktiven Nutzer, es sind aktuell sehr wenige, weil das Discord jetzt quasi erst geöffnet wird. Und in der Mitte ist quasi in ganz großer Übersicht immer der Channel, dann, in dem ihr euch befindet, so von der Struktur her. So, jetzt gehen wir mal in Wellies Bar rein und gucken mal, was da passiert. Zack. So, und hier ist es noch alles ziemlich leer, wir haben nämlich den Channel extra sauber gemacht. Ich werde das bestimmt auch nochmal hier löschen. Ihr bekommt hier erstmal so eine kleine Willkommensmitteilung, also die anderen, die im Discord drin sind, die sehen, aha, da ist ein neuer Typ hier reingekommen, der heißt so und so. Ne? Und dann kriegt ihr hier euer Abzeichen dafür, dass ihr reingekommen seid, das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Und genau, dann könnt ihr quasi, wenn ihr euren Account beansprucht, das müsst ihr natürlich tun,
dann müsst ihr, oder dann müsst ihr nicht, aber dann könnt ihr hier unten reinschreiben und könnt euch mit allen Leuten unterhalten. Fragen stellen, Kommandos eingeben, komme ich gleich nochmal zu und. Also das ist hier alles möglich. Wir haben dann so ein bisschen, die Channels aufgeteilt, damit sich nicht alles komplett in Wally's Bar abspielt. Also Wally's Bar, das könnt ihr euch so vorstellen, eben wie so eine Bar. Alle sind in der Bar drin und quatschen miteinander. Wem das zu viel ist oder wer ein paar gezieltere Sachen machen möchte, kann das tun. Wir haben hier zum Beispiel eine Mitspielersuche. Da können die Leute, die halt reinkommen, um zum Beispiel jetzt Multiplayer was zu machen oder so, die können sich hier finden, indem sie einfach reinschreiben, ich suche Leute für oder ich würde gerne bei irgendwem mitspielen, wer hat eine Gruppe oder so. Ne? Community Events wird es ja auch geben, werden hier angekündigt und besprochen. Dann gibt es hier noch weitere Channels. Ich will hier das gar nicht alle durchgehen, das könnt ihr euch mal in Ruhe selber angucken. Es gibt noch eine zweite Wally's Bar und zwar gibt es hier den Voice Channel. Ich gehe jetzt mal nicht rein, doch ich kann theoretisch mal reingehen hier. Nee, kann ich gar nicht. Genau, also da müsste ich jetzt den Account beanspruchen, um hier reinzugehen. Zack. Das ist halt letztendlich so wie auch im Teamspeak. Das heißt, ihr habt hier einen Voice-Channel, dort können Leute rein und können miteinander sich unterhalten. Das ist auch so, sagen wir mal, ein größerer Channel, wo mehrere Leute permanent drin sein können. Wenn man so ein bisschen eigene Gruppen macht oder so in kleineren Gruppen unterwegs sein will, gibt es hier erstmal jetzt 3 Gruppen-Channels. Mal gucken, wie viel wir dann brauchen. Das wird sich mit der Zeit noch zeigen. Und ein AFK-Channel für die, die halt, naja, eben AFK sind und nicht quatschen wollen. So, das ist so der allgemeine Part. Dann haben wir hier ganz oben drüber noch 2 Parts, nämlich Infos und News und YouTube. YouTube ist natürlich so ein bisschen, auch in eigener Sache natürlich. Das heißt, ihr werdet hier benachrichtigt, wenn ein neues Video, wenn neue News zu Star Citizen oder neue Guides zu Star Citizen veröffentlicht werden. Das sieht dann hier so aus, kann ich mal kurz zeigen. Dann habt ihr hier verschiedene Guides, da könnt ihr ja sehr leicht die Guides finden, die euch interessieren. Werdet ihr einfach weitergeleitet zu YouTube und wenn ein neuer Guide kommt, dann ist er hier auch drin. Bei News ist es genau das gleiche, das heißt, ihr habt immer unten das neueste News-Video und wenn ihr ältere sehen wollt, könnt ihr hochscrollen. Hier habe ich erstmal nur 1 reingepackt. So, und bei den Videos, naja, da sind eben die neuesten Videos immer chronologisch sortiert drin. Könnt ihr also hier auch, habt ihr gewissermaßen einen Schnellzugriff zu den Videos. So, und der oberste Part, der ist auch ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich den Part Community News, weil das Ding ist, viele Leute haben immer gesagt, ja, der YouTube Community Tab, der ist doof. Ich kriege keine Benachrichtigung oder ich übersehe das, ich vergesse es und wie auch immer. Das ist jetzt vorbei. Wenn ihr im Discord seid, bekommt ihr immer die Community Tab Geschichten automatisch hier in diesen Channel rein. Also das heißt, ihr verpasst nichts. In der Regel wird es so eine Verlinkung sein, weil ich werde weiterhin über den Community-Tab die Sachen ankündigen. Aber hier wird dann quasi das Gleiche reingepostet. Also Umfragen zu Mittwochsspiel zum Beispiel oder Stream ankündigen oder was weiß ich, irgendwelche anderen. Alles, was für die Community in irgendeiner Form relevant sein könnte, ist dann hier drin. Das nächste ist dann die Star Citizen Patch News. Hier wird immer der aktuellste Star Citizen Patch repostet automatisch vom Bot. Das heißt, da könnt ihr hier schnell raufgucken und irgendwelche Patch Notes euch angucken. Aktuell ist hier nur die 3.11.0 drin. Und für viele auch ganz interessant, die SC Server Status Meldungen. Hier wird jeden Tag zweimal, also im 12-Stunden-Takt, der RSI Server Status vom Bot reingepostet, wie die Server gerade aussehen, ob da irgendwelche Probleme gerade sind und so weiter. Das heißt, hier könnt ihr einfach einen Blick reinwerfen und gucken, ob alles chico ist. Und Discord-Kommandos, denn was wir in Discord auch machen können, sind eben Kommandos eingeben, die dann vom Bot beantwortet werden. Das heißt, ich habe hier eine Übersicht der verfügbaren Kommandos. Es sind noch nicht ganz so viele aktuell, das wird noch ein bisschen wachsen, aber erstmal könnt ihr hier verschiedene Sachen tun. Zum Beispiel könnt ihr hier Schiffshersteller abfragen, ne? Zum Beispiel Ausrufezeichen Drake. Und dann kriegt ihr eine Verlinkung zum deutschen Star Citizen Wiki zu der Herstellerseite von Drake in dem Fall. Das gleiche geht auch mit Schiffsname zum Beispiel, könnt ihr also zum Beispiel eingeben Ausrufezeichen Cutlass Black, ne? Zusammengeschrieben. Wir haben ganz simple Kommandos, die jedem klar sein dürften. Und dann kriegt ihr auch einen Link zum deutschen Star Citizen Wiki zu den Schiffen und könnt gucken, aha, wie viele Waffen hatten das Ding und so weiter und so fort. Genau. Gibt noch weitere, könnt ihr euch in Ruhe angucken. Ich will jetzt hier nicht alles durchgucken, nur so mal ganz grober Überblick hier über das Ganze.
So, wir haben auch einen Abfragen-Channel genau dafür. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal Sachen abfragen wollt, ja, das wird auch nochmal relevant für später, wenn noch mehr Kommandos da sind, könnt ihr hier in diesen Abfragen-Channel reingehen. Der ist immer leer und dann könnt ihr hier einfach Ausrufezeichen, Cut is Black, Ausrufezeichen, bla bla bla, alles abfragen, kriegt die Links einfach rein und dann spammt es nicht, weil die ist bar voll. Darum geht es eigentlich nur. So. Dann haben wir hier den Gilden- und Orga-Bereich. Das heißt, wenn ihr schon in der Gilde seid oder reinkommen wollt, ist hier der Anlaufpunkt neben dem Spektrum. Das läuft ja alles ganz normal weiter. Hier gibt es einen Event-Kalender. Hier wird angekündigt, wann welche Events geplant sind. Mit einer Verlinkung zum Spektrum, zur Orga direkt. Ihr müsst natürlich Orga-Mitglied sein, sonst könnt ihr da nicht wirklich mitmachen. Aber das ist ja kostenlos und auch recht schnell gemacht. Wir haben auch hier Event-Rückblicke, also Videos von ja, bereits gemachten Events, da ist auch schon eine ganze Menge Kram drin, das wird auch weiter wachsen, könnt ihr euch hier direkt angucken. Wir haben auch eine Mitspieler-Job-Börse, das heißt, wenn ihr hier innerhalb der Gilde bestimmte Sachen machen wollt, zum Beispiel geht das, wir haben Screenshots und Fanart, ist noch ein bisschen leer, aber da haben wir hier auch diverse lustige Bilder oder schöne Bilder auch mal, Wallpaper, was auch immer. Auch hier natürlich für die Gilde speziell Voice-Channel und so weiter alles mit dabei. Und last but not least, wir haben Diskussionsabteilung sozusagen, wo ihr mit anderen Interessierten über Dinge sprechen könnt. Ne? Also könnt ihr euch hier austauschen. Das ist wieder eben der Sinn, dass man halt nicht alles in Wellies Bar bequatscht, sondern dann vielleicht sagt, okay, komm, wir vier Leute oder wir fünf Leute, wir gehen jetzt mal in den Raumschiffs-Channel rein und quatschen dort mal ausgiebig über das und das Thema. So, das ist mal das eine. Das ist so die grundsätzliche Struktur. Dann seht ihr auf der rechten Seite hier verschiedene Rollen. Zum Beispiel hier Produzent, das bin ich, wir haben die Moderatorin, Kanalmitglied, aha, gibt es hier also auch schon. Wir haben hier ein paar Bots und so weiter. Ich zeige euch das mal ein bisschen genauer. Denn wir haben hier auf dem Discord-Server verschiedene Rollen, verschiedene Ränge sozusagen. Das sind so sogenannte Ehrenstufen, habe ich das jetzt einfach mal genannt, die ihr hier haben könnt. Und zwar sind die folgendermaßen aufgeteilt. Wir haben die Subscriber auf Twitch, je nachdem welche Stufe ihr seid. Gleiche nochmal für die Kanalmitglieder und auch für die Patreons. Wir haben die Orga-Leitung und noch ein paar normale Ehrenstufen hier unten, die ihr durch Interaktion auf dem Server erreichen könnt. Ich zeige euch das mal. Ich mache es einfach mal hier Ausrufezeichen Rank und dann kriegt man hier seine Karte. Also ihr seht es jetzt zum Beispiel, ich bin Rang 1, Level 8. Ihr sammelt quasi einfach nur Erfahrungspunkte sozusagen. Ne? Die sammelt ihr durchs Schreiben, durchs Aktivsein im Discord und bekommt dann eben Step by Step verschiedene Stufen. Das gibt es Stufe 100, ist es, wie gesagt, wird dann hier rechts aufgeteilt auf der rechten Seite. Warte, ich muss es wieder umstellen, Moment, dass ihr hier auch was seht. So, dann habt ihr hier verschiedene Rollen oder verschiedene Ränge. Das sind aber, wie gesagt, vor allem eher so Ehrenstufen als kleiner Reward sozusagen. Und wir haben auch noch was anderes. Wir haben nämlich für die Subscriber, Kanalmitglieder und für die Patreons haben wir einen Supporter-Exklusivbereich. Den seht ihr jetzt hier nicht. Der ist hier unten drunter. Den sehen nur die Leute, die da mit dabei sind. Also auch da ein paar kleinere Bonis. Nichts Großartiges. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Aber so ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall mit dabei. Ihr müsst aber, das ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst euren Account, also euren YouTube- oder Twitch-Account oder Patreon-Account, dann mit Twitch quasi verbinden. Das könnt ihr machen in den Einstellungen, das ist gar kein Problem, aber nur so kann der Bot quasi euch die richtige Rolle zuweisen, weil nur so sieht er sozusagen, was ihr so habt, ne? Logischerweise. So, und damit stellt Discord letztendlich das her, was die allermeisten gerne haben wollten und was auch wirklich schön ist, muss man einfach auch fairerweise sagen, eine echte Verbindung zwischen allen Plattformen, wo man chatten kann, wo man quatschen kann, wo man ein paar kleinere Dinge machen kann, wo man mal Events planen kann und so weiter. Wir werden auch in Zukunft bei den Community-Streams, wenn es nötig ist, es kommt ja immer darauf an, was wir so machen, wird es auch zukünftig noch Voice-Channel geben, wo dann quasi im Stream, wo ich dann Leute reinziehen kann und wo wir dann quasi richtigen Voice-Chat haben während des Community-Streams. Oder auch später für irgendwelche Let's Talk-Runden, dass man da mal einen Gast mit dabei hat und so weiter, wird alles dann darüber laufen. Ich denke, das ist eine gute Sache und ich denke, wir haben es schön und möglichst nachvollziehbar und gut aufgebaut. Ich hoffe das jedenfalls. Guckt es euch einfach mal an. Wie gesagt, ihr braucht erstmal keinen Account, ihr könnt euch das erstmal in Ruhe angucken. Ihr könnt halt noch nicht interagieren, dafür müsst ihr dann einen Account haben. Aber ich denke, damit dürfte jeder zufrieden sein.
Und eben, wie gesagt, es ist rein optional natürlich. Ihr müsst es nicht nutzen. Euch geht nichts verloren sozusagen, wenn ihr es nicht nutzt. Ihr könnt auch das weitermachen, so wie bisher. Also wenn ihr sagt, Discord lehne ich ab, ich will die News weiterhin über den Community-Tab lesen, mache ich eh schon immer, dann könnt ihr das weiter. Oder eben das Teamspeak nutzen, könnt ihr auch weiter. Der große Vorteil bei Discord ist letztendlich, dass die ganze Community auf einer Plattform zusammenkommt. Das ist halt das Schöne. Es ist, wie gesagt, für euch völlig kostenlos. Und wir haben unendlich viele Slots, das heißt, es kann jeder drauf, der möchte, und dann können wir, glaube ich, ganz gut miteinander hier interagieren. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit, mir persönliche Nachrichten zu schicken, wobei ich da anmerken möchte, bitte nicht zu spammen. Also wenn wichtige Sachen sind, dann könnt ihr mir gerne immer eine persönliche Nachricht schicken, das könnt ihr hier einfach Rechtsklick drauf machen und dann könnt ihr, glaube ich, hier sagen, Nachricht, genau, könnt ihr direkt schicken. Aber übertreibt das bitte nicht, weil sonst muss ich irgendwann einen Spam-Schutz einführen oder so, das will ich eigentlich nicht. Immer mit Bedacht, ne? Wenn irgendwelche Probleme sind, sind die Mods da, wenn ihr da Fragen habt oder wenn es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt und so weiter und so fort. Ich denke, wir kriegen das gut hin, ich denke, das ist eine schöne Sache. Und wenn ihr noch weitere, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr sagt, hey, das und das wäre noch cool und so weiter, könnt ihr euch gerne mit beteiligen. Es ist am Ende ja wieder ein Community-Projekt, so wie immer. Und insofern seid ihr herzlich eingeladen, bei irgendwelchen Ideen einfach mal die Mods zu fragen oder mich zu fragen, wie das da aussieht an der Stelle, ob man sowas machen kann, ob das sinnvoll ist. Und dann werden wir schauen, was wir daraus machen können. So, so viel dazu. Ansonsten seid herzlich willkommen im Discord. Klickt den Link an, meldet euch an und quatscht mit uns und mit euch zusammen in Wally's Bar. Und dann werden wir mal sehen, was wir da Tolles in der nächsten Zeit daraus machen können. Wenn ihr solche Server-Boosts frei habt, gerne auf den Server hinterlassen, wenn ihr ihn denn nutzt. Denn dadurch werden so Bonis freigeschalten, dass man, wie gesagt, bessere Audioqualität hat und mehr Emotes. Übrigens, Emotes sind auch da. Ihr könnt die ganzen Emotes von Twitch und YouTube könnt ihr alle nutzen. Die sind alle hier im Chat mit verfügbar. Ist mir gerade noch eingefallen. Und wir werden versuchen, auch in Zukunft noch weiter mit den Bots zu arbeiten, dass die Bots in der Lage sind, noch mehr zu machen, noch coolere Dinge zu machen. Das wird aber ein bisschen Zeit dauern, das ist jetzt auch nicht mega, mega wichtig. Immer Step by Step, wollen es nicht übertreiben und ja, mehr soll es auch gar nicht sein. Wir haben dann noch die Umfrage heute im Community-Tab. Die wird dann hier auch repostet bei Community News, wird das dann hier einfach von mir reingeklatscht. Und dann könnt ihr daran teilnehmen, was wir morgen dann im Stream spielen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr alle drauf kommt. Dafür haben wir uns die Arbeit gemacht, für euch. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, viel Spaß auf dem Discord und bis zum nächsten Video. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?